Und damit, liebe Leute, willkommen zurück zu Two Point Hospital. Neue Technologie. Bungles Technologies gewährt uns Zugang zu einigen ihrer neuesten Entwicklungen. Ein Upgrade für den Apotheken-Medikamentenmixer und den EasyScan für allgemeine Diagnosen. Wenn wir diese Upgrades für unsere Maschinen kaufen, verbessern wir ihre Leistung und können dadurch mehr Patienten diagnostizieren und heilen. Um Upgrades für eine Maschine zu installieren, brauchen wir einen Hausmeister mit Mechanikausbildung. Wähle erst die Maschine und dann die Upgrade-Option aus. Der ausgebildete Hausmeister würde die Upgrades dann mit der Zeit installieren. Probier's mal aus, vielleicht hat Bungle ja noch mehr Technologie für uns. Gut, also, Geräte-Upgrades, das ist ja die Nachricht. Also jetzt mal gucken, welche Maschine können wir jetzt hier upgraden. Wir haben doch hier noch gar nichts zum Upgraden. Sollten wir wohl hier mal welche hinbauen, ja? Zimmer. Allgemeine Diagnose. So. Drehen wir mal. Wie weit kann ich ran? So. Und dann, Pflanzen machen das Ganze immer sehr freundlich, finde ich. Und Anatomie des Gehirns, nee. Feuerlöscher macht auch noch Sinn. So, dann können wir das Gerät auswählen. Ja, ich habe es so ausgewählt. Was? Ah, da. Aufheben. Easy Scan 2 upgraden. Jetzt brauchen wir einen Hausmeister, der es auch kann. Ich weiß gar nicht, ob das unser Hausmeister kann. Inspiriert, Herzensbrecherzustand. Installiert Upgrade. Stimmung, Detail, Statistik, Protokoll. Feuern, aufheben, Pause einlegen, Kalt prüfen. Nein. Wir wollen jetzt Personal uns mal angucken. Was kann denn der Hausmeister? Was kann der Hausmeister? Ah, puh, er kann es. Okay. Hui, ich wollte schon sagen, das wäre jetzt echt kritisch gewesen. Wir brauchen hier einen Krankenpfleger. In 5 Tagen gibt es neue Bewerber. Weil irgendwie sind die beiden jetzt gerade nicht so. Perfekt, wie ich das hier sehe. Was hatte der hier? Erhöhtes Tempo. Und Kundenbetreuung. Oh, wir haben jedenfalls jetzt schon mal Plus bei den Einnahmen, das ist schon mal gut. Na komm, ich brauche einen neuen Bewerber. Na super. Ausdauertraining und Apothekenverwalter verbessert die Apothekenkompetenzen. Ja. In der allgemeinen Diagnose arbeiten, komm. Radio Two Point. Ich habe gestern normales Tempo besucht. Ich war echt beeindruckt, wie experimentell die Vorstellung war, bis ich gemerkt habe, dass ich mich einfach falsch rum hingesetzt und die ganze Zeit auf die Zeltwand gestarrt hatte. 6 Leute warten, warum will denn keiner zu dem Arzt? Weil es ein anderer Arzt ist, ne? Ich bin doch so ein Held. Ich glaube, ich brauche noch einen Arzt. So, dann haben wir das hier, wo sich die Leute hinlegen können. Unsere Station. Ich finde das immer noch so geil, diese Elvis. Ach, diese Elvis, diese Queen-Imitatoren. Ja. Ein Arzt in die Psychiatrie, bitte. Ja,
lass doch mal die Ärzte ganz kurz was trinken. So. Sieht's hier aus? Was ist da jetzt? Machst du Pause oder was? Na super. Wartezimmertechnisch geht das hier eigentlich sehr gut. Ich würde es nur ein bisschen weiter nach rechts verschieben. Wunderbar. Wenn du aufstehst, ist auch super. Ah, komm. Kann sogar noch ein bisschen weiter nach rechts. Ja, jetzt muss er nur noch aufstehen. Ein Arzt wird in der Psychiatrie benötigt. Der Arzt da. Ah, oh, nie geht sie zur Arbeit, ey. Ja, kratz dich ruhig am Rücken, ist mir egal. Geht Geld flöten, wenn du jetzt nichts machst, ey. Jetzt behandel den. Aha, aha, ja, aha. Ah, interessant zu hören, ja, ja. Herz gebrochen. Mit dem. Behandlung fehlgeschlagen. Rock'n'Rollitis. Aber gut, ist nicht gestorben. Das ist schon mal wichtig. Achtung, Rutschgefahr durch Erbrochenes. Was? Ja, mach das mal sauber irgendwer. Wo ist denn der Hausmeister? Ja, und die laufen auch noch absichtlich drüber. So von wegen, hey, ich lauf da mal rüber. Ach, jetzt machst du da weiter. Ich glaube, ich brauche einen zweiten Hausmeister. Das geht jetzt mal so gar nicht. Achtung, Rutschgefahr durch Erbrochenes. So. Sucht nach Arbeit. Erbrochenes aufwischen. Meine Therapeutin sagt, ich müsse mich entspannen. Mir ein Hobby suchen. Wenn ihr Vorschläge habt, dann immer her damit. Ich halte euch derweil über meine Bemühungen auf dem Laufenden. Alles ist besser als mein letztes Hobby. Ortsschilder sammeln. Toll! Das Maschinenupgrade wurde installiert. Achte darauf, dass überall genug Feuerlöscher bereitstehen, damit unsere wertvollen Maschinen nichts passiert. Bungle Technologies dankt uns für unsere fortwährende Unterstützung. Ihrer Psychiatriepatienten. Sie gewährt uns Zugang zu einer ihrer Maschinen, dem Umtöpfer. Dieses Hightech-Gerät eignet sich hervorragend zum Entfernen unerwünschter Küchenutensilien. Halte nach Leuten Ausschau, die eine derartige Behandlung gebrauchen könnten. Treibe die Erweiterung des Krankenhauses voran, um noch mehr Technologie freizuschalten. Durch den Kauf eines neuen Grundstücks im näheren Umkreis erhalten wir den nötigen Platz, um das Krankenhaus weiterzuentwickeln. Was? Grundstücke kaufen? 75.000! Ernsthaft! Und hier? Die Töpferei kann ich doch bestimmt irgendwo hier anders noch bauen. Komm, Töpferei, wo haben wir sie denn? Oh, nee, jetzt habe ich das hier falsch gemacht. 4x4. Ah, jetzt verstehe ich den Clou da dran. Okay, nochmal. Töpferei. Hier ist in Ordnung, aber er braucht so. Abbruch. Ist doch doof. Dann baue ich das hier hin. Die Töpferei. Machen wir es so.
Die Topferei. Frage ist, wo müssen sich die Leute hinstellen? Dafür mal da. Fenster, Türen, Feuerlöscher, Feuerlöscher, hat er gesagt, soll man bereitstellen. Und natürlich eine Pflanze. So, dann haben wir da die Topferei. Ich weiß gar nicht, was wir dafür jemanden brauchen. Nein, kein Zimmer. Wir wollen jemanden einstellen. Jemanden, der mit der Topferei umgehen kann. Ah, oh hier. Sie sieht doch positiv aus. 3 Sternchen. Ja, die kostet mich was, aber... Krankenpfleger kann ja nicht arbeiten. Diese Werbeeinblendung wurde aufgrund einer Meinungsverschiedenheit zwischen Radio 2Point und dem Produzenten von Jumbo Nuts entfernt. Oh, warte. Der Name Jumbo Nuts sollte gar nicht erwähnt werden. Können wir es nochmal aufnehmen? Okay, super. Mehr 2Point. Immer wieder. Das ist Radio 2Point. So. Also, nachdem er jetzt seine Sprüche da abgeliefert hat, haben wir jetzt hier eine Topferei. Ich weiß nicht, ob wir hier noch, Leute mit Topferei-Syndrom bekommen. Apotheke benötigt, verbaler Durchfall. Oh, das fehlt mir noch, eine Apotheke. Eine Apotheke, die muss ich natürlich auch noch bauen. So, bauen wir natürlich hier die Apotheke noch hin. Und damit das halt auch hier wieder ordentlich ist. Bitte setzen und nicht hetzen. Und natürlich Pflanzen. Ganz wichtig. Aber hier muss jetzt ein Krankenpfleger rein. In Apotheke arbeiten. So. Gut, das Geld geht jetzt so langsam flöten, aber... Wo ist schon wieder erbrochen? Wo hat sich hier jemand übergeben? Hä? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Upgrade auf das nächste. Und die wollen sich da nicht da vorne hinsetzen. Ach, Mann. Dann nehmen wir hier für euch eine raffinierte Bank. So. Und hier auch. So, haben wir jetzt hier ein paar... Plätze, wo sich die Leute hinsetzen können. Och nein, nicht schon wieder Leuchtglühbirnchen-Typen da. Och nö. Die Glühbirnen, die sind doch hier wieder... Meine Leuchtungsklinik, die ist immer so teuer. Machen wir auch hier noch unten hin. Machen wir das so. Oh, aber ja, das wird echt eng. Wir bitten unsere Patienten, sich vom Pflanze. Pflanze kann ich ja noch... Ne, kann ich nicht daneben stellen, ne? Ein Arzt, oh, Klinik, bitte. Zimmer. Einstellen. Ein Arzt für die Leuchtungsklinik, haha. Na gut, du bist jetzt hier in dem Augenblick meine Hoffnung. So. Jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir hier wirklich alles gebaut. Jetzt heißt es erstmal wirklich Geld verdienen. Ich besitze 2 Gebäude. Das kann ich mir aber zurzeit nicht leisten. Grundstück 4. Grundstück 3. 75, 25, 50, muss Grundstück 1. Sitze 2 Gebäude, komm. 14 Tage übrig. Hier wird jetzt ein Spielplatz dafür abgerissen, oh mein Gott. Ich habe jetzt ein richtig schlechtes Gewissen.
Alle 30 Patienten sind mit Topf frei, aber ich habe sie doch schon geheilt, oder nicht? Vor einer Arztpraxis wartet eine Schlange. Sollten wir vielleicht noch einen bauen? Vor welcher Arztpraxis? Ja. Nee, brauchen wir nicht, komm. Ich denke mal nicht, dass wir es brauchen, aber ist schon krass, dass hier 9 Leute warten. Hat jemand meinen Körper gesehen? Nein, ich auch nicht. Oh, hier ist das zweite Gebäude. Der 44. Anrufer heute gewinnt Karten zum Rockfestival im nächsten Monat. Ach, ich bewundere den Optimismus unserer Sendeleitung. Ja. Wir hatten noch nie mehr als 6 Anrufer an einem Tag. Und davon hatten sich 2 verwählt. So, wie kann ich jetzt nochmal so einen Raum umplatzieren? Wie war denn das nochmal? Zimmer. Auswählen. Eigentlich nicht. Was ist er denn? Nee, erstmal kommt er hier vorne an, ne? Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Neue Krankheit. Topfschmerzen entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Topfschmerzen. Unwillkürliche Küchenutensilienbindung. Oft ausgelöst durch den extrem geringen Kochkühl. Der Topf muss vorsichtig mit einem großen Magneten entfernt werden. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hier hinschicken. Topferei. Okay. Was aber jetzt in der Topferei passiert, das erfahrt ihr jetzt im nächsten Part. Ich bedanke mich hier. Oh. Ich bedanke mich ganz herzlich. Bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohot rein. Tschö, tschö.